Hasler. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Sie haben mir ein neues Buch geschrieben, Alles, was Sie über Anleihen wissen müssen, was am 13. Oktober erscheinen wird. Und worum geht es eigentlich in diesem Buch? Nicht über Aktien ausnahmsweise, sondern tatsächlich über Anleihen, also über eine Asset-Klasse, über die die meisten, die so an der Börse tätig sind, jetzt weniger Ahnung haben, weil sie sich eben schwerpunktmäßig mit Aktien beschäftigen. Anleihen sind aber trotzdem ein Asset, das man in einer vernünftigen Portfolio-Selektion berücksichtigen sollte. Und weil viel Unkenntnis da ist, habe ich mir gedacht, das schreibe ich jetzt mal ein Buch und schreibe alles zusammen, was man so wissen muss über Anleihen. Genau. Also eine Anleihe ist eigentlich wie definiert? Also was ist eigentlich eine Anleihe? Eine Anleihe ist ein sogenannter Schuldtitel. Das heißt, man wird nicht Eigentümer der Gesellschaft wie bei einer Aktie, sondern man wird Gläubiger. Als Gläubiger hat man bestimmte Rechte, und zwar insbesondere zwei Primärrechte. Das erste Primärrecht ist, dass man Zinsen bekommt, regelmäßig. Und das zweite Primärrecht ist, dass man sein Geld zurückbekommt, das man dem Unternehmen oder dem Schuldner zur Verfügung gestellt hat. Das sind die beiden Hauptrechte. Daneben gibt es noch Nebenrechte, die sind dann beispielsweise in den sogenannten Covenants verankert. Die Covenants auf Deutsch, es gibt so Menschen, die übersetzen es mit Kovenanten. Damit kann man aber genauso wenig anfangen wie mit dem englischen Begriff. Deswegen würde ich es mal eher mit Wohlverhaltensklauseln beschreiben. Denn gehen wir nochmal kurz zurück. Also so eine Aktie als Eigentümer eines Unternehmens kann ich ja bestimmen, wie die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sein soll. Also wenn Sie eine Frittenbude haben, dann können Sie entscheiden, dass Sie nur noch Bio-Würstchen verkaufen. Als Gläubiger eines Unternehmens können Sie nichts mehr bestimmen. In dem Moment, wo der Kreditvertrag unterschrieben ist, kann der Schuldner mit dem Geld machen, was er will. Und im Zweifel kann er sich das auch als Dividende ausschütten. Und dann schauen Sie als Gläubiger in die Röhre und der Schuldner haut ab mit dem Geld nach Paraguay. Und das Ganze ist auch noch legal. Deswegen haben Banken natürlich schon viel früher angefangen, sogenannte Covenants oder Wohlverhaltensklauseln in den Kreditvertrag hineinzuschreiben. Und in diesen steht dann drin, was der Schuldner mit dem Geld machen darf. Also, dass er zum Beispiel sich das nicht ausschütten darf als Dividende oder dass er das nicht in Kriegswaffen investieren darf oder dass er nicht umweltverschmutzende Industrien kaufen darf oder solche Dinge. Sowas schreibt man dann in die Covenants hinein und damit hat man eigentlich auch ein bisschen Eigentümerrechte wie bei einem Aktionär auch in einem Schuldvertrag hineingeschrieben. Aber mehr als solche Covenants gibt es da nicht und damit hätten wir auch schon alle Unterschiede abgearbeitet. Das heißt also, der Aktionär, der hat das Kapital oder die Aktiengesellschaft hat das Geld des Aktionärs für ewig. Da gibt es keine Möglichkeit, das Geld zurückzufordern vom Unternehmen, sondern das Unternehmen hat das Geld ewig zur Verfügung und der Aktionär entscheidet, was mit diesem Geld dann gemacht werden soll. Ein Unternehmen hat das Geld von einer Anleihe nur zeitlich befristet. Diese Befristung geht von overnight, also von heute auf morgen. Das nennt man dann nicht unbedingt Anleihe, sondern Commercial Paper. Über Wochen, Monate, Jahre bis hin zu ewig laufenden Anleihen, die dann nie zurückgezahlt werden. Damit sind diese ewig laufenden Anleihen Consols genannt. Die sind dann schon fast aktienähnlichen Charakter. Aber eben ohne die klassischen Aktionärsrechte, also keine Mitbestimmung und keine Gewinnbeteiligung. Die Zinsen der Anleihen sind fix, das heißt, die müssen gezahlt werden, egal ob das Unternehmen jetzt Gewinn gemacht hat oder nicht, während der Eigentümer ja eine Dividende nur bekommt, wenn Gewinne gemacht wurden. Also noch ein weiterer Unterschied zwischen Aktien und Anleihen. Ja, aber Anleihen sind ja irgendwie bei den Anlegern nicht so beliebt wie halt Aktien. Und was denken Sie, woran das liegt? Wahrscheinlich an den Zinsen, kann man ja sagen. Ja, das ist nicht so, also das kann man so gar nicht mal so sagen, weil es gibt da ich weiß nicht, ein hundertfaches mehr Anleihen als Aktien. Also es ist nicht nur die Anzahl der Anleihen, die ist wahrscheinlich sogar um ein tausendfaches mehr größer, sondern auch das Volumen, das ausstehende Volumen von Anleihen ist um ein Vielfaches größer als das von Aktien. Also es gibt weltweit viel mehr
Anleihen als Aktien. Das heißt also, dass die nicht beliebt sind, das kann man jetzt so nicht sagen, sondern es gibt tatsächlich sehr viel mehr Anleiheemittenten, die auch jeweils sehr viel mehr Anleihen emittiert haben, als es Aktienemittenten gibt. Aber sie sind jetzt grundsätzlich mal, sagen wir mal, insbesondere bei Privatinvestoren, Ja. sind Anleihen jetzt gerade im Moment, gerade seit ein paar Jahren, haben wir uns ja schon fast gewöhnt an diese Niedrigzins- oder Negativzinspolitik. Sind es ja schon seit Jahren nicht besonders populär, weil man halt kaum noch Zinsen bekommt. Aber trotzdem ist es aber wichtig zu wissen, auf was man achten muss, weil sonst kauft man eben doch die falschen Anleihen. Und ich kenne viele Investoren, die mit keiner Aktie so viel Geld verloren haben wie mit Anleihen. Das heißt also, hier kann man auch sehr viele Fehler machen. Ja. Und Sie sagen ja auch, man kann ja als privater Anleger sollte man trotzdem in Anleihen investieren. Und weil die halt trotzdem attraktive Renditechancen bieten. Und das sind ja wahrscheinlich dann eher kleine bis mittlere Unternehmen, wie die Sie meinen, oder? Genau, es gibt, wie bei Aktien, gibt es auch bei Anleihen völlig unterschiedliche Emittenten. Also zunächst mal der Unterschied bei den Emittenten ist, eine Aktie kann nur von einer Aktiengesellschaft oder einer SE oder einer KGaA, aber irgendwas eben mit Aktien emittiert werden. Eine Anleihe kann von jedem emittiert werden, also auch von Personengesellschaften, OAGs oder KGaAs, die ja Personengesellschaften sind, können Anleihen begeben, auch theoretisch kann sogar eine Privatperson eine Anleihe geben und von Kapitalgesellschaften. Und der zweite Unterschied ist, dass die Anleiheemittenten können auch sehr klein sein. Also es gibt auch Anleihen, die nur 2, 3 oder 5 Millionen haben an Anleihevolumen. Das findet man bei Aktien jetzt doch eher selten, außer irgendwie Penny Stocks, die dann abgeschmiert sind ohne Ende. Aber es gibt auch viele Anleiheemittenten, die eben von Haus aus nur so klein sind und die trotzdem eben Anleihe geben. Und diese Anleihen sind natürlich jetzt für den institutionellen Investor völlig uninteressant, weil Sie müssen sich vorstellen, so ein Anleihefondsmanager, der hat halt da 500 Millionen Assets under Management. Und wenn er das in auf 100 Emittenten verteilt, dann muss er mindestens 5 Millionen investieren pro Emittent oder pro Anleihe. Und da kann man also eine 5 Millionen Anleihe nicht kaufen, weil dann hat er ja die komplette Emission gekauft. Das heißt also, der typische Anleiheinvestor investiert in diese Benchmark-Anleihen von Large Caps. Also Benchmark-Anleihen nennt man das. Das sind dann Anleihen mit einem Volumen von 250 Millionen und einem Vielfachen davon. Also das sind dann die klassischen Anleihen von Siemens oder Deutsche Bank oder Allianz. Die haben dann eine Stückelung von 100.000 Euro meistens und die kann sich ja ein Privatanleger gar nicht leisten. Ja, das heißt also, die suchen sich dann Alternativen und da wird es dann natürlich problematisch, weil die Alternativen sind natürlich höher riskant. Ja, das Risiko von Siemens kennt man ja oder glaubt es zumindest zu kennen. Bei Wirecard hat man es ja gesehen, die haben ja auch Anleihen ausstehen gehabt. Oder das Risiko von der Allianz, das kennt man auch. Aber wer kennt das schon, das Risiko von irgendwelchen Kleinstemittenten, die da irgendwelche Anleihen begeben? Die kennt man eben nicht. Das heißt also, das Risiko ist größer und deswegen müssen die auch mehr höhere Zinsen anbieten. Ansonsten bekommen sie ihre Anleihen nicht platziert. Und da muss man halt gucken, welche Anleihen man sich dann kauft, damit man hier nicht den Fehler macht, dass man eben eine Anleihe kauft, die dann eben auch mal um 90 oder 95% fällt, weil das ist immer natürlich bei Anleihen genauso möglich wie bei Aktien. Ja, und finden Sie das empfehlenswert, dass man sagt, okay, dass man sein Vermögen natürlich streuen sollte auf eine gewisse Höhe und dann halt auch in Anleihen investieren sollte? Also grundsätzlich, und das muss ich echt sagen, ich habe ja als junger Mensch auch gedacht, das ist so Unfug mit der Diversifikation. Muss ich auch sagen, ich habe mir immer gedacht, soll ich denn diversifizieren? Ich habe jetzt 10 Aktien. Die erste hat eine Kurserwartung von 10%, die zweite von 11, von 12, von 13, 14. Warum soll ich eigentlich auf die 10 Aktien diversifizieren und nicht gleich die Aktie kaufen, die 20% Kurspotenzial verspricht? Und man macht da halt so seine Fehler in seinem Leben und das ist sicher einer der Fehler, den ich gemacht habe und deswegen gebe ich das auch weiter. Es macht keinen Sinn, all sein Geld in eine Aktie zu stecken. Man soll auf 10, 15 Wertpapiere diversifizieren und eben bewusst auch Aktien kaufen, die vielleicht nur in Anführungsstrichen 10% Rendite versprechen, weil man kann etwas haben, das in der Aktienanlage oder in der Geldanlage generell ein Problem ist und das ist Pech.
Und wenn man Pech hat, dann ist eben das Geld weg. Und wenn das Geld weg ist, dann ist man aus dem Markt draußen. Und dann ist man nicht mehr drin im Markt, weil dann hat man nämlich sein Geld verzockt. Und das mag vielleicht dann noch funktionieren mit 1.000 oder 2.000 Euro, da ist es halt mal ein Problem. Aber wenn man mal 20.000 Euro hat oder 30.000 Euro und das ist weg, dann ist es halt wirklich ein Problem. Weil dann sind es halt die Lebensersparnisse, wo die hat man halt ein paar Jahre seines Lebens investiert, da hat man gearbeitet und dann will man das nicht mehr. Also irgendwann kommt der Punkt, an dem man sich sagt, ich möchte nicht mehr jetzt ein Risiko haben, dass wenn ich Pech habe, ich all mein Geld verloren habe. Und Pech hat eben, die Definition von Pech ist, dass man es eben nicht vorhersagen kann. Ich würde mal sagen, noch nicht mal Wirecard war Pech, weil da gab es viele Indizien und viele Kritiker, die gesagt haben, das ist ein Betrugsunternehmen. Und da kann man jetzt nicht mehr von Pech sagen, weil dann bei Wirecard hat man eben bewusst diese negativen Kriterien nicht gelesen oder sehen wollen. Aber es gibt auch viele Dinge, die sind Pech. Da gab es überhaupt keine Indizien dafür. Und wenn man so eine Aktie dann gekauft hat, weil man eben hier diesen 20%er gesehen hat, der mehr ist als der 19, 18, 17%er und dort all sein Geld reingesteckt hat, dann hat man halt nicht mehr 30.000 Euro, sondern noch 300 Euro. Und dann ist halt großes Problem. Und das Gleiche gilt jetzt nicht nur mit Aktien, weil wir haben ja gesehen, was im März passiert ist, plötzlich waren viele Depots mit 70%, 60%, die halt High-Beta-Depots waren, waren plötzlich mit 60, 70% im Minus. Und ob ich jetzt 90% oder 70% im Minus bin, das hat nicht besonders große Unterschiede für die Psyche eines Menschen. Man hat eine ganz besonders schlechte Zeit. Deswegen muss man einen bestimmten Teil seines Vermögens in Nicht-Aktien anlegen. Ob das jetzt Immobilien sind, das kann sich jetzt auch nicht jeder leisten. Also muss man nach Alternativen suchen. Bitcoins würde ich abraten, Gold würde ich auch abraten, weil das keine Assets sind, die man vorhersagen kann. Dort sind die Cashflows nicht vorhersagbar, aber ich kann die Cashflows von Anleihen vorhersagen. Aber dort muss ich eben zumindest eins vermeiden, nämlich die Insolvenz, weil mit der Insolvenz habe ich eben auch mein minus 99%. Also Anleihen gehören in ein Depot, auch wenn es nur 1, 2, 3 oder 5% Renditen sind, weil sie eben die Stabilität ins Depot bringen, zumindest für diesen Teil im Depot, die diese Stabilität, die dann eben in einer Wirtschaftskrise, die schneller kommen kann, als wir schauen können, dann da ist und dann eben mein Aktiendepot eben auch mal um 50% reduzieren. Und wenn ich dann 30% in Anleihen investiert habe, dann gleicht sich das zumindest ein bisschen aus. Ja, und das Buch findet man jetzt auf Amazon und wo noch alles? Überall im Buchhandel. Also es Überall. ist ein renommierter Verlag, der Finanzbuchverlag, der ist überall in jeder Buchhandlung zu Dann haben. tatsächlich auch am 13. Oktober, ne? Also. Genau. Genau, alles klar. Haben Sie vielleicht noch ein Schlusswort? Also in dem Buch sind jetzt, werden jetzt nicht nur beschrieben, welche Emittenten es gibt, was der Unterschied ist zwischen Ja. den Ratings, sondern es werden auch so ein paar Value Gedanken geäußert. Also es sind so 20 Value-Regeln für das Anleiheinvestieren. Und ich denke, wenn man die liest, dann sieht man auch die Parallelen, also wo ich herkomme aus dem Aktienbereich, dann sieht man auch die Parallelen zum Aktieninvesting. Und ich denke, da kann man auch eine Menge daraus lernen für die Aktienkäufe in der Zukunft. Das ist nicht nur jetzt für langweilige Anleiheinvestierer gedacht, sondern auch für Aktieninvestierer, die über dieses Value Investing für Anleihen auch mal ihren Horizont erweitern wollen. Ja, Herr Haster, vielen Dank für das Interview heute. Sehr gerne.